Mit ihren ca. 50 Metern Höhe ist die Aurachbrücke die höchste Brücke der Westautobahn. Zu Spitzenzeiten wird sie von 50.000 Fahrzeugen täglich befahren. Aber jahrzehntelanger Vollbetrieb hat Spuren an der Bausubstanz hinterlassen. Um auch in kommenden Jahrzehnten die sichere und reibungslose Befahrung zu ermöglichen, wird die Aurachbrücke durch die ASFINAG komplett erneuert. Damit die Brücke trotz Bauarbeiten weiter voll befahren werden kann, errichten wir zuerst parallel zur bestehenden Brücke eine neue Brücke. Sind die seitlichen Pfeiler fertiggestellt, wird das Brückentragwerk auf ihnen im Freivorbauverfahren errichtet. Das Tragwerk wird dabei vom Pfeiler aus in entgegengesetzten Richtungen symmetrisch hergestellt. Nachdem die Fahrbahn der neuen Brücke asphaltiert wurde, leiten wir den gesamten Autobahnverkehr jeweils zweispurig auf diese um. Nun wird zuerst das alte Brückentragwerk der Richtungsfahrbahn nach Wien und danach jenes nach Salzburg abgetragen. Auch die bestehenden Pfeiler werden abgebrochen und anschließend an den gleichen Stellen wiedererrichtet. Sobald die neuen Pfeiler fertiggestellt sind, wird das Brückentragwerk der Richtungsfahrbahn Wien im Freivorbauverfahren errichtet. Der Verkehr von der seitlichen Brücke wird auf die Brücke der Richtungsfahrbahn Wien umgelegt. Der nächste Schritt ist eine technische Meisterleistung. Im Querverschub wird das Tragwerk von der parallelen Brücke auf die neuen Pfeiler der Richtungsfahrbahn Salzburg mittels Hydraulik verschoben. Der Verkehr wird entflochten. Jetzt werden noch die seitlichen Pfeiler und die Widerlager abgebrochen. Nahezu das gesamte abgetragene Material der alten Brücke zur Wiederbehelfsbrücke wird nachhaltig wiederverwertet. Der Beton etwa wird zerkleinert, aufbereitet und wieder als Recyclingbaustoff verwendet. Im Baustellengelände pflanzen wir auf 2 Hektar wieder rund 4000 neue Bäume. Die Renaturierung des gesamten Areals bildet somit den Abschluss des anspruchsvollen Projekts der ASFINAG.